Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Vortragsreihe über die Verschwörungstheorien zu den Anschlägen des 11. September 2001. Es geht nach wie vor um eine kritische Auseinandersetzung mit der DVD Die Bush-Piloten von Erik Hufschmid. Im ersten Teil hatten wir uns bereits mit dem Anschlag auf das Pentagon beschäftigt und im zweiten Teil geht es nun um die beiden Türme des World Trade Centers sowie um Gebäude 7. Lassen wir also gleich Herrn Hufschmid zu Wort kommen. Das Gebäude 7 ist eine 47 Stockwerke hohe Stahlrahmenkonstruktion. Kein Flugzeug zerschellte in ihm, kein Turm stürzte auf es. Dennoch löste sich das Gebäude Nummer 7 am 11. September in seine Bestandteile auf. Dieses Satellitenbild zeigt das World Trade Center etwa ein Jahr vor dem Angriff. Gebäude Nummer 7 ist der hohe Bau oben in der Mitte. Das Gebäude Nummer 1 ist der Nordturm. Sie können ihn vom Südturm durch seine Antenne unterscheiden. Die Bauten Nummer 4, 5 und 6 waren Bürogebäude. Bei Gebäude Nummer 3 handelte es sich um ein Hotel. Beim Angriff am 11. September wurden alle diese 7 Gebäude zerstört. Außerdem wurde eine Reihe von Nachbargebäuden beschädigt. Dies hier ist ein Blick aus einem Flugzeug auf die Trümmer von Gebäude Nummer 7. Der Haufen ist ziemlich klein. Wie kann eine 47 Etagen hohe Stahlkonstruktion in einen so kleinen Trümmerhaufen zusammenfallen? Unsere Regierung glaubt, dass ein Feuer dazu führte, dass sich das Gebäude in seine Bestandteile auflöste. Etwa gegen 9 Uhr morgens brachen in Gebäude Nummer 7 Brände aus, wenige Minuten nachdem ein Flugzeug in den Südturm eingeschlagen war. Die Feuer brannten den ganzen Tag über. Dieses Foto zeigt das Feuer gegen 3 Uhr nachmittags. Man kann die Feuer nicht leicht erkennen, da sie so klein sind, aber auch, weil so viel Staub und Rauch die Luft verdunkeln. Ich werde für einen Augenblick die anderen Gebäude ausblenden, damit Sie die Nummer 7 deutlicher wahrnehmen können. Man kann nur in wenigen der tausenden von Fenstern dieses riesigen Baus kleine Brandherde entdecken. In den meisten Etagen ist kein Feuer ausgebrochen und dort, wo es brennt, ist dies nur in wenigen kleinen Bereichen. Verglichen mit anderen Bürobränden sind dies kleine Feuer. Warum gelang es der Sprinkleranlage nicht, diese Brände zu löschen? Unterbrechen wir einmal an dieser Stelle, um die anstehenden Fragen zu beantworten. Es wurde gefragt, warum ist der Haufen so klein? Nun, der Haufen ist nicht klein, weder der von den beiden Türmen noch der von Gebäude 7. Sie sind vielmehr einige Stockwerke hoch. Und wenn man wie im Film ein von oben aufgenommenes Foto zeigt, geht die Höhendimension verloren. Das sollte natürlich klar sein. Wir werden uns aber auch diesmal nicht durch irreführende Aufnahmen beeinflussen lassen. In der Dokumentation 9/11 CSI, Ermittlungen am Ground Zero, das können Sie auf YouTube hier unter diesem Link ansehen, finden Sie etwa ab Minute 11:32 eine Aussage des Ermittlers Danny McKenna, der sagt, die Schuttmassen türmten sich bis ins 7. Stockwerk. Also warum benutzt der Sprecher eigentlich ein solches Foto und warum zeigt er den Haufen nicht vom Boden aus oder von der Seite? Dann gab es angeblich um 9 Uhr bereits Brände im World Trade Center Nummer 7, also im Gebäude Nummer 7, nach dem Einschlag im Südturm. Also laut NIST-Untersuchungsbericht wurde das erste Feuer im World Trade Center 7 um 10 Uhr gemeldet. Das können Sie beispielsweise auch bei Wikipedia über diesen Link hier nachlesen im Abschnitt NIST-Untersuchungsbericht Absatz 3. Es konnte allerdings niemand herausfinden, wo denn der eigentliche Brandherd lag. Das Hausalarmsystem war nämlich bereits am Morgen, also schon zu diesem Zeitpunkt, in einem Testmodus. Die Feuermeldung um 10 Uhr könnte also eine technische Fehlfunktion gewesen sein oder irgendeine Art Test, aber das ist natürlich reine Spekulation. In jedem Fall hat niemand herausgefunden, wo denn der angebliche Brandherd sei. Und letztendlich war es dann so, dass um 10.28 Uhr der Nordturm eingestürzt ist und laut offizieller Version wurden die Brände durch herabstürzende Trümmer des Nordturms verursacht. Also wir können im Prinzip davon ausgehen, dass die erste Feuermeldung gegen 10 Uhr eine Fehlmeldung war und tatsächlich die ersten Brände nach dem Einsturz des Nordturms stattfanden. Aber um 9 Uhr
Woher hat der Sprecher diese Information? Ich habe bisher in keiner einzigen Quelle nachlesen können, dass um 9 Uhr bereits Brände ausgebrochen sind. Jedenfalls nicht im World Trade Center 7. Der Einschlag im Südturm war übrigens um 9.03 Uhr und so kurz nach 9 Uhr sollen schon Brände im World Trade Center 7 entstanden sein. Nun ja, also World Trade Center 7 ist doch deutlich weiter entfernt vom Südturm als vom Nordturm. Und wieso überhaupt kleine Brände? Deputy Chief Peter Hayden, der Einsatzleiter der Feuerwehr, sieht dies ganz anders. In einem Interview für das Firehouse Magazin sagte er, er wusste, dass er verloren hatte, als er vor einem der Brandherde stand. Die Brandherde waren nämlich alles andere als klein. Sie sehen im Vergleich zum Gebäude nur relativ klein aus. Und man sieht ja auch nur die Brände in den Büroräumen an der Außenseite, aber nicht im Inneren der Gebäude. Aber lassen wir Deputy Chief Peter Hayden einmal selber zu Wort kommen. Den folgenden Interviewausschnitt kann man dann auch im Firehouse Magazine direkt hier unter diesem Link nachlesen. Dies hier ist der entsprechende Abschnitt des Interviews im englischen Original, aber ich lese Ihnen den Abschnitt natürlich auch in Deutsch vor. Hier also eine sinngemäße Übersetzung ins Deutsche. Das Firehouse Magazin hat gefragt, gab es sofort größere Brände? Und Hayden hat geantwortet, nein, nicht sofort. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum es so lange stand, weil das Feuer eine Weile brauchte, um sich zu entwickeln. Innen gab es einen großen Brandherd und dann haben wir keinen Versuch unternommen, diesen zu bekämpfen. Das war einfach einer dieser Kriege, die man geradewegs verliert. Wir waren dort besorgt über den Einsturz eines 47-stöckigen Gebäudes. Wir waren über zusätzliche Einstürze von dem, was noch von den Türmen stand und dem Marriott, also dem Marriott Hotel, um genau zu sein, besorgt. Daher fingen wir an, die Leute zurückzuziehen. Gehen wir nochmal kurz ins englische Original zurück. Hier sehen wir im letzten Satz die Formulierung »So we started pulling the people back« und ich möchte an dieser Stelle nochmal vorsorglich darauf hinweisen, dass Peter Hayden den Begriff »pull« im Sinne von »abziehen«, nämlich vom Abziehen der Feuerwehrleute, benutzt. Das merken wir uns mal für später. Ich möchte außerdem schon jetzt darauf hinweisen, dass Gebäude 7 kurz vor dem Einsturz bis unter das Dach gebrannt hat. Und das werden wir an späterer Stelle auch noch mal sehen bzw. belegen. Ich möchte hier noch eine weitere Aussage von einem Feuerwehrmann anführen, nämlich Senior Chief Frank Fellini. Er hat gesagt, dass das Gebäude große Sorgen bereitete, weil es von den Trümmern des Nordturms schwer getroffen wurde. Ich möchte hier gleich die von mir mehr oder weniger frei übersetzte Version im Deutschen wiedergeben. Als er, also der Nordturm, fiel, riss er den Stahl zwischen dem dritten und sechsten Stockwerk heraus. Wir befürchteten, dass das Feuer auf mehreren Stockwerken und der fehlende Stahl zu einem Gebäudekollaps führen würde. Daher bewahrten wir für die nächsten 5 bis 6 Stunden die Feuerwehrleute davor, irgendwo nahe des Gebäudes zu arbeiten. Das können Sie direkt nachlesen in dem Sachbuch The 11th Day und zwar auf Seite 109 im zweiten Absatz. Man sieht, mehrere Feuerwehrleute hatten bereits am Vormittag vermutet, dass das Gebäude, also Gebäude 7, aufgrund der Beschädigungen und der Brände einstürzen würde. Sie evakuierten das Gebäude und sperrten das Gelände frühzeitig ab. Und dadurch haben sie letztendlich viele Menschenleben gerettet. Auch das hat Herr Hufschmid offenbar vergessen zu erwähnen. Zuletzt war noch gefragt worden, warum gelang es der Sprinkleranlage nicht, diese Brände zu löschen? Nun, bis zum 21. Stockwerk war die Sprinkleranlage an die Wasserversorgung der Stadt angeschlossen. Die Hauptleitung wurde allerdings durch die herabfallenden Trümmer des Nordturms beschädigt, sodass die Sprinkleranlage kaum noch Wasser führte. Das bekamen dann auch die Feuerwehrleute zu spüren, denn in den Feuerwehrschläuchen konnte nicht mehr genügend Druck aufgebaut werden, um das Wasser weit genug nach oben zu transportieren. Aber ab dem 21. Stockwerk wurde die Sprinkleranlage über einen Wassertank auf dem Dach versorgt. Und dort wurden sämtliche Brände nach und nach gelöscht.
Zumindest bis zum Nachmittag, denn am späten Nachmittag, kurz vor dem Einsturz, hat fast das ganze Gebäude, und zwar von innen her, gebrannt. Und die entsprechende Rauchentwicklung kann man, das werden wir später zeigen, auch auf entsprechenden Fotos sehen. Hören wir uns nun die weiteren Ausführungen von Herrn Hufschmid an. Dieses Foto zeigt die Rückseite von Gebäude Nummer 7. Auch auf dieser Seite des Gebäudes kann man nicht viele Feuer erkennen. Es gibt keine Brände im Erdgeschoss des Gebäudes. Zufälligerweise kann man auf diesem Bild im Hintergrund Gebäude Nummer 5 auf der linken und Nummer 6 auf der rechten Seite erkennen. Im Innern beider Gebäude wüten Großbrände. Es ist schon interessant, dass sich unsere Regierung niemals die Mühe machte zu erklären, auf welche Weise so große Feuer in Gebäude Nummer 5 entstanden. Ungeachtet der Tatsache, dass die Brände in Gebäude Nummer 7 so klein waren, dass sie vom Sprinklersystem eigentlich hätten gelöscht werden müssen, stürzte das Gebäude urplötzlich gegen 17.30 Uhr zu einem Schutthaufen zusammen. Wie konnten einige kleine Brände dazu führen, dass das Gebäude Nummer 7 zusammenstürzte? Bill Manning zufolge, dem Chefredakteur des Feuerwehrmagazins Fire Engineering, wurde noch niemals ein Hochhaus mit einer Stahlkonstruktion durch ein Feuer zerstört. Okay, haken wir an dieser Stelle wieder ein. Es war gesagt worden, dass in Gebäude 5 und 6 Großbrände gewütet haben. Nun, also in Gebäude 6, wenn wir uns das Bild, das Foto von eben nochmal ansehen, dazu können Sie das Video nochmal kurz zurückfahren, sehe ich jedenfalls keine Feuer. Und in Gebäude 5 sehe ich nur ein kleines Feuer. Also das kleine Feuer in Gebäude 5 ist also ein Großbrand, laut der Aussage von Herrn Hufschmid, während es sich um die kleinen Feuer im Gebäude 7 nur um kleinere Brände handelt. Also offenbar hat der Sprecher, sprich Herr Hufschmid, nicht nur ein Problem mit der zeitlichen Wahrnehmung, wie wir das ja bereits beim Pentagon gesehen haben, sondern auch in der Wahrnehmung von Größenverhältnissen. Tatsache ist, dass es in Gebäude 5 und 6 Großbrände gegeben hat, genau wie in Gebäude 7. Nur erscheinen die Brände in Gebäude 7 im Verhältnis zur schieren Größe des Gebäudes sehr viel kleiner, als dies bei Gebäude 5 und 6 der Fall ist. Und wie die Brände in Gebäude 5 und 6 zustande gekommen sind, sollte eigentlich offensichtlich sein, nämlich durch den Einsturz der Türme. Und dadurch, dass eben auch brennende Trümmerteile auf die beiden Gebäude gefallen sind und die zum Teil durchschlagen haben. Dann gab es noch die Aussage, dass Bill Manning zufolge noch niemals ein Hochhaus mit einer Stahlkonstruktion zerstört wurde. Das ist insofern wahr, als tatsächlich noch niemals ein Gebäude, ein Hochhaus in dieser Größenordnung mit einer Stahlkonstruktion durch Feuer zerstört wurde. Genauer gesagt, es ist bisher noch niemals zuvor geschehen, aber im Jahr 2017 ist das Plasco Building in Teheran nach einem Brand noch während der Löscharbeiten eingestürzt. Aber das war natürlich, wie gesagt, nach 2001. Und Sie können sich hier ein kleines Video auf YouTube über diesen Link hier ansehen. Schauen wir auch hier einfach mal rein. Hier noch ein Foto davon. Das Gebäude brennt hier vollkommen aus. Es ist in Rauch gehüllt. Und während noch die Löscharbeiten hier in Gange sind, stürzt das Gebäude ein. Und das sieht man hier in dem Video. Es gibt aber auch zahlreiche, sehr viel kleinere Gebäude mit Stahlrahmen, die nach einem Brand eingestürzt sind. Beispielsweise sind 1997 drei vier Stockwerke hohe Gebäude der Kader Toy Factory in Singapur eingestürzt, und zwar innerhalb von 2 Stunden. Dann gab es noch die Dogwood Elementary School in Virginia, die brach nach einem Brand im Jahr 2000 teilweise zusammen. Das war auch ein Gebäude mit Stahlrahmen, natürlich sehr viel kleiner als die Türme des World Trade Centers.
Es gibt aber auch Gebäude, die keine Häuser sind, die trotz Stahlkonstruktion nach einem Feuer einstürzten. Beispielsweise im April 2007 stürzte ein Teil der Interstate 850 ein. Und 2005 zerstörte ein Feuer die Mumbai High North Platform, also eine Ölbohrinsel. Es gibt sogar Aussagen von Feuerwehrleuten, die besagen, they always collapse. Und weiter geht es wieder mit den Aussagen auf der DVD. Das Gebäude beherbergte ein kommunales Umspannwerk der Stadt New York mit 10 riesigen Transformatoren. Seine Stahlträger gehörten zu den stärksten Gebäudestahlträgern auf der ganzen Welt. In der oberen linken Bildecke ist ein Doppel-T-Stahlträger zu sehen. Für die meisten Gebäude würde ein solcher Träger als massiv gelten. Aber im Vergleich zu den daneben befindlichen Trägern vom Gebäude Nummer 7 wirkt er eher schmächtig. Wie es beim Bau von öffentlichen Gebäuden, Brücken und Industrieanlagen üblich ist, wurde auch Gebäude 7 statisch wesentlich sicherer ausgelegt als eigentlich nötig. Wie konnte also ein Gebäude mit einem derart massiven Stahlgerüst durch so kleine Feuer regelrecht in seine Bestandteile aufgelöst werden? Die FEMA, eine staatliche Institution, führte eine Untersuchung durch, warum die Gebäude des World Trade Center zusammenbrachen. Der Herausgeber des Feuerwehrmagazins Fire Engineering war vom Untersuchungsergebnis so angewidert, dass er in der Januarausgabe 2002 seines Magazins einen Artikel veröffentlichte, in dem er die Untersuchung der FEMA als halbseidene Farce bezeichnete. Noch im gleichen Monat baten Bush und Cheney den Abgeordneten Tom Daschle, die Untersuchung einzuschränken. Anscheinend war selbst diese halbseidene Farce eine Untersuchung, die mehr zutage förderte, als Bush und Cheney lieb war. Im März 2002 veranstaltete das Wissenschaftskomitee des Repräsentantenhauses eine Tagung, um die Untersuchungsergebnisse zu untersuchen. Auf ihr beschwerte sich der Kongressabgeordnete Bullard beispielsweise darüber, dass die Untersuchung in eine geradezu ausufernde Geheimhaltung gehüllt sei. Professor Corbett beanstandete, dass hier versucht werde, eine Untersuchung mit Teilzeitingenieuren und Wissenschaftlern durchzuführen, vor allem aber mit einem Budget, mit dem man so gut wie nichts anfangen könne. Nun haben wir wieder eine Menge Aussagen und Fragen gehört. Aussagen, die, wie wir gleich sehen werden, aus dem Zusammenhang gerissen wurden, um ein völlig falsches Bild zu vermitteln. Gehen wir also wieder Schritt für Schritt vor. Wir haben also zu Beginn des Videoausschnitts gehört, dass Gebäude 7 ein kommunales Umspannwerk beherbergte. Und so merkwürdig das klingt, das stimmt. Denn damals, als man beabsichtigte, Gebäude 7 zu bauen, stand dort auf dem Platz eben dieses Umspannwerk und es war nicht möglich, dieses Umspannwerk irgendwie zu verlegen. Und so hatte man sich entschieden, World Trade Center 7 sozusagen über das Umspannwerk zu bauen. Gebäude 7 hatte durch das Umspannwerk einen großen, 6 Stockwerke hohen Hohlraum im Inneren und die Last der darüberliegenden Stockwerke musste somit auf die umgebenden Stahlträger verteilt werden. Also das ist letztendlich der Grund, warum die Architekten auf eine ganz besondere Art planen mussten. Selbstverständlich waren die Stahlträger genau dafür ausgelegt. Doch die besonderen Umstände hatten zur Folge, dass die Säule 79 im wahrsten Sinne des Wortes eine tragende Rolle hatte. Würde sie beschädigt, das ist das, was man in den späteren Untersuchungen herausgefunden hat, so würde das Gebäude in einem fortschreitenden Kollaps einstürzen. Wir können also sagen, Säule 79 war die Achillesferse des Gebäudes. Und es ist dann tatsächlich auch so gewesen, dass Säule 79 beschädigt wurde und es dann zu einem progressiven Einsturz kam, und zwar genau so, wie es zu erwarten war. Damit Sie sich selbst ein besseres Bild der Situation machen können, zeige ich Ihnen hier einen Lageplan der Säulen in den Stockwerken 8 bis 45. Sie sehen, dass die Säulen hier rund ums Gebäude herumgehen und im inneren Kern haben wir auch nochmal verschiedene Stahlträger. Und schon beim ersten Betrachten wird der Eindruck erweckt, dass hier die Säule 79, die etwas weiter abseits liegt, für einen größeren Lastbereich sozusagen zuständig ist. Einen größeren Lastbereich als hier die anderen Säulen. Dieser Teil des Gebäudes ist etwas abgetrennt, etwas abgelegen vom
weiteren Gebäude und diese drei Säulen tragen hier relativ viel Gewicht. Tatsächlich hat sich, wie bereits erwähnt, Säule 79 bei den NIST-Untersuchungen als die kritische Säule herausgestellt. Es war gefragt, wie konnte ein Gebäude mit derart massiven Stahlträgern einstürzen? Insbesondere im Zusammenhang mit der Aussage, dass es eben nur sehr kleine Feuer angeblich gegeben hat. Nun, eine Antwort darauf können Sie im NIST-Report nachlesen und der Report liefert eine mögliche Erklärung. Auch wenn die Tusa-Gemeinde die Erklärungen nicht akzeptieren will, stimmt die weitaus überwiegende Mehrzahl aller Experten den Erklärungen zu. Warum soll ich als Laie also einer Minderheit folgen? Das ist nämlich wie beim Klimawandel. Es gibt eine Menge Leute, die entweder den Klimawandel als solches leugnen oder sie behaupten, er sei nicht von Menschen verursacht. Die bei weitem überwiegende Mehrheit der Experten, nämlich etwa 99%, und zuletzt hatte ich sogar gelesen 99,9%, vertritt die genau gegenteilige Ansicht. Also noch einmal, warum soll ich einer Minderheit folgen? Und um es auch nochmal an dieser Stelle zu wiederholen, nein, die Feuer waren nicht klein. Und das hatte ich bereits vorher durch die Aussagen entsprechender Feuerwehrleute belegt. Inzwischen sollte es auch nun ziemlich offenkundig sein, dass hier ziemlich viele Fragen gestellt, aber kaum Antworten geliefert werden. Das haben wir ja bereits im ersten Teil schon gesehen. Und ich habe auch ein paar Fragen. Ist der Sprecher eigentlich nur zu faul zu recherchieren? Möchte er uns mit seinen Fragen in eine bestimmte Denkrichtung lenken? Denn genau dieser Eindruck drängt sich mir hier auf. Es wurde außerdem behauptet, der Herausgeber von Fire Engineering hat die FEMA-Untersuchung als Half-Baked Farce bezeichnet. Der Herausgeber heißt übrigens Bill Manning, den hatten wir ja vorher schon mal kennengelernt, und er schrieb im Editorial Selling Out the Investigation, also der Ausverkauf der Untersuchung, The Structural Damage from the Planes and the Explosive Ignition of the Jet Fuel in Themselves were not enough to bring down the towers. Also der strukturelle Schaden von den Flugzeugen und die Explosion des Treibstoffs waren in sich nicht genug, um die Türme zu Fall zu bringen. Und er schreibt weiter, Red flags have been raised and a theory has emerged that the damage from the planes and the explosive ignition of jet fuel was not enough to bring down the towers. Und, based on the incident's magnitude alone, full throttle, also dieses S, weiß ich nicht, was es wirklich bedeutet, das stand aber original so in der Quelle drin, fully researched forensic investigation is imperative, but this is impossible now since the government conveniently discarded the evidence. Er sagt also hier auch nochmal aus, dass seiner Meinung nach die Explosion des Treibstoffs und eben der Einschlag des Flugzeugs ins Gebäude nicht ausgereicht haben, um die Türme zu Fall zu bringen. Und an dieser Stelle, meint Bill Manning, ist eine vollständige Untersuchung geboten, aber das sei nun unmöglich, da die Regierung die Beweismittel Stück für Stück sozusagen beseitigt hat. Bill Manning nennt die Untersuchungen also tatsächlich eine Half-Baked Farce. Somit ist die Aussage korrekt. Es sind eben nicht immer alle zufrieden. Manning hat in seiner Zeitschrift allerdings auch einen Leserbrief veröffentlicht, der den genau gegenteiligen Standpunkt vertritt. Es handelt sich hierbei um den Leserbrief von Training Captain W. Clark mit einem PE-Titel, der Mitglied des ASCE Structural Engineering Institutes ist. Und diesen Leserbrief können Sie hier unter diesem Link einsehen. Den folgenden Auszug lese ich Ihnen zunächst mal im Englischen vor. Manning's suggestion that the ASCE FEMA investigation of the World Trade Center collapse is the official investigation and that no one's checking the evidence for anything is misleading at best. In fact, as reported by Structural Engineer magazine, there are several investigations being funded through research grants provided by the National Science Foundation. These investigations include research being done at the University of California at Berkeley on the mechanical and structural properties of the WTC steel affected by heat, fire, and impact,
as well as research regarding the performance of WTC fire protection materials and systems being conducted by a University of Maryland professor. These are only two other official investigations being performed. There are several more. Hier also noch die deutsche Übersetzung des Leserbriefs. Mannings Andeutung, dass die Untersuchungen des Einsturzes des World Trade Centers, der ASCE, FEMA, die offiziellen Untersuchungen sind und dass niemand die Beweise von irgendetwas prüft, ist bestenfalls irreführend. In der Tat, wie vom Structural Engineer Magazin berichtet, gibt es mehrere Untersuchungen, die durch Forschungsstipendien finanziert werden, bereitgestellt durch die National Science Foundation. Diese Untersuchungen beinhalten Forschungen, die an der University of California in Berkeley durchgeführt werden, über die mechanischen und strukturellen Eigenschaften des WTC-Stahls bei Einfluss von Hitze, Feuer und dem Einschlag, genauso wie Forschungen, die das Verhalten der Brandschutzmaterialien und Systeme berücksichtigen, durchgeführt von einem Professor der University of Maryland. Dies sind nur zwei offizielle Untersuchungen, die durchgeführt werden. Es gibt einige mehr. Sie sehen also, dass Training Captain Clark ganz anderer Meinung ist als Bill Manning. An anderer Stelle wiederum äußert sich Bill Manning selbst positiv über die NIST-Untersuchungen. Also um es noch einmal zu verdeutlichen, Bill Manning hat die FEMA-Untersuchungen kritisiert, äußert sich selber aber positiv über die späteren NIST-Untersuchungen. Man kann sich eben nicht einfach eine Negativäußerung einer Person heraussuchen und dann auf deren Gesamtmeinung zurückschließen. Wir haben nun weiterhin gehört, dass der Abgeordnete Bulat von Excessive Secrecy gesprochen hat. Am 6.3.2002 fand eine Anhörung im Kongress zu den Untersuchungen der Einsturzursachen des World Trade Centers statt. In der Eröffnungsrede sprach der Abgeordnete Sherwood Bulat tatsächlich von Excessive Secrecy. Zitat im Englischen: I must say that the current investigation, some would argue that review is the more appropriate word, seems to be shrouded in excessive secrecy. Hier in Deutsch: Ich muss sagen, dass die aktuellen Untersuchungen, einige würden sagen, Rückschau sei das passendere Wort, in einem Mantel exzessiver Geheimnistuerei gehüllt zu sein scheint. Das Problem der anfänglichen Untersuchungen war vor allem, dass es keine Standardprozeduren gab. Sie müssen sich vorstellen, hier sind immerhin die beiden großen Türme des World Trade Centers eingestürzt, haben zahlreiche umliegende Gebäude beschädigt. Und außerdem ist noch der dritte Turm World Trade Center Nummer 7 eingestürzt. Hier ist also eine Kleinstadt wegzuräumen. Und dabei hatten die verschiedenen Verantwortlichen eben durchaus auch verschiedene Zielsetzungen. Nämlich retten, bergen, aufräumen, Beweismittel sichern und ermitteln. Und inwieweit stehen diese Zielsetzungen im Widerspruch? Nun, retten und bergen stehen zum Beispiel in Konflikt mit aufräumen. Man kann eben nicht einfach aufräumen und mit dem Bagger über den Trümmerhaufen fahren und damit riskieren, dass mögliche Verschüttete gefährdet bzw. verletzt werden. Und aufräumen steht wiederum in Konflikt mit Beweismittel sichern. Man kann eben nicht einfach die Stahlträger wegräumen, ohne dass man sie vorher geprüft hat. Denn man möchte ja im Nachhinein auch wissen, was waren die tatsächlichen Gründe für den Einsturz der Türme bzw. für World Trade Center Nummer 7. Für Ereignisse dieser Größenordnung gibt es eben keine Pläne. Es gab keine Standardprozeduren. In der Anfangsphase konnte also von Koordination keine Rede sein. Da es aus der Anhörung nicht hervorgeht, können wir nur spekulieren, was der Abgeordnete Bulat mit Excessive Secrecy tatsächlich gemeint hat. Wenn verschiedene Gruppen Untersuchungen durchführen, dann müssen diese unabhängig voneinander sein, denn wenn man unabhängig voneinander zu denselben Ergebnissen kommt, haben diese eine umso stärkere Aussagekraft. Aus dem Grund schotten sich verschiedene Teams voneinander ab, insbesondere wenn es um Teams von Universitäten geht. Außerdem vermeidet es jeder Ermittler, mit voreiligen Spekulationen an die Öffentlichkeit zu gehen. Vielmehr wird abgewartet, bis die Endergebnisse feststehen und die Aussagen sozusagen belastbar sind, auch wenn es Monate dauern sollte. Das FBI wiederum teilt grundsätzlich keine Ermittlungsergebnisse mit, solange die Ermittlungen noch laufen. Und da spielt das FBI keine Ausnahme, denn
Ermittlungsbehörden hierzulande, hier in Deutschland oder auch in anderen Ländern gehen genauso vor. Außerdem muss man bedenken, dass in den Zwillingstürmen zahlreiche Banken ansässig waren. Hier gilt es, Handelsgeheimnisse zu wahren, wenn entsprechende Unterlagen gefunden werden. In Gebäude 7 waren unter anderem die CIA, das Verteidigungsministerium und die Börsenaufsicht ansässig. Im Gebäude waren Ermittlungsergebnisse gegen die organisierte Drogenkriminalität und gegen Wirtschaftskriminelle gelagert. Entsprechend werden Polizeibeamte die Gegend absichern, damit niemand wichtige Unterlagen beiseite schaffen kann, sofern welche gefunden werden. Gegebenenfalls werden durch diese Absicherungsmaßnahmen aber eben auch die Rettungskräfte bzw. die Feuerwehrleute in ihrer Arbeit behindert. Die ausufernde Geheimniskrämerei, die der Abgeordnete Bulat also ansprach, könnte somit aus guten Gründen Teil der Ermittlungsarbeiten gewesen sein. Aber hier endet nun die Spekulation und es folgen wieder die Fakten. Die Anhörung kam gerade deswegen zustande, um die Schwierigkeiten der Ermittlerteams zu erfahren und diese zu lösen. Man wollte aus den Erkenntnissen nämlich Standardprozeduren erschaffen, damit man beim nächsten größeren Gebäudekollaps nicht wieder vor denselben Problemen steht. Zu dem Zweck wurden verschiedene Experten angehört, damit diese von den Ermittlungsproblemen aus ihrer Sicht berichteten. Es ging somit niemals darum, absichtliches Vertuschen anzuprangern, sondern darum, die anstehenden Probleme zu lösen. Und die Anhörungen sowie die Expertenaussagen können Sie hier über diesen Link einsehen. Als nächstes wurde behauptet, Professor Corbett habe von Part-Time Engineers on a Shoestring Budget gesprochen. Und tatsächlich, die Aussage von Professor Glenn Corbett stimmt. Auf Betreiben der Hinterbliebenen der Opfer, insbesondere von Sally Regenhardt, unterstützt durch Professor Corbett, wurden nämlich die NIST-Untersuchungen erst ins Leben gerufen. Mit seiner Kritik meinte Professor Corbett die ursprüngliche FEMA-Untersuchung, für die ein Budget von 1,1 Millionen Dollar genehmigt war. Die späteren NIST-Untersuchungen aber hatten ein Budget von 16 Millionen US-Dollar. Und ein Budget von 16 Millionen Dollar kann man wohl kaum als Shoestring-Budget bezeichnen. Und die Experten des NIST sind alles andere als Part-Time-Engineers, also alles andere als Teilzeit-Ingenieure. Lassen wir an dieser Stelle Professor Corbett einfach einmal selbst zu Wort kommen. Hier gibt es nämlich auf YouTube über diesen Titel einen Beitrag, genauer gesagt ein Interview mit Professor Corbett, hier verfügbar über diesen Link, der relativ zu Beginn, sagen wir etwa ab Sekunde 10, aussagt, "If I believe there was any possibility that somehow people place bombs in these buildings, I would be ignoring everything that was presented to me." Also zu Deutsch, wenn ich glauben würde, es hätte irgendeine Möglichkeit gegeben, dass Leute Bomben in dieses Gebäude platziert hätten, würde ich alles ignorieren, das mir vorgelegt wurde. Hören Sie selbst. If I believe there was any possibility that somehow people placed bombs in these buildings or that we flew missiles into the Pentagon, okay, I would be ignoring everything that is presented to me, including first-person accounts of people that I know, okay? An späterer Stelle, etwa ab Minute 1:52, sagt er aus, "Steel frame buildings collapse all the time." Also Stahlrahmengebäude kollabieren die ganze Zeit. Offensichtlich hat Herr Hufschmid mal wieder vergessen, das zu erwähnen. Und weiter geht es wieder mit dem Video. Im April 2002 wurden die letzten Trümmerreste des World Trade Center weggeschafft. Die starken Stahlteile wurden an ausländische Firmen zu einem äußerst günstigen Schrottpreis verkauft. Die weniger wertvollen Teile wurden mit Lastkähnen auf Halden entsorgt. Im Mai war das Gelände des World Trade Center schließlich so weit aufgeräumt, dass niemand weitere Untersuchungen über die Ursache des Einsturzes der Türme durchführen konnte. Der Herausgeber des Feuerwehrmagazins Fire Engineering schrieb schon Monate zuvor, dass diese Beseitigung der Trümmer illegal sei. Er führte aus, dass nach unseren Gesetzen die Trümmer bei solchen Katastrophen nicht ohne Untersuchung beseitigt werden dürfen, damit zukünftige Gebäude und die Brandprävention verbessert werden können. Unsere Regierung verletzte also unsere eigenen Gesetze, als sie die Trümmer des World Trade Center beseitigen ließ.
Wir sehen also, hier wird der Eindruck erweckt, dass niemand wirklich eine Chance hatte, die Trümmer zu untersuchen. Aber das kann man nicht einfach so stehen lassen. In den folgenden Videos werden die Ermittlungen, die Aufräumarbeiten, die Konflikte und Gefahren genauestens durchleuchtet. Wir haben hier einmal das Video 9/11 Ground Zero Underworld, das Sie hier über diesen YouTube-Link erreichen. Zum zweiten das Video 9/11 CSI, Ermittlungen am Ground Zero. Hierbei handelt es sich um eine Dokumentation des Nachrichtensenders N24. Dann gibt es noch die DVD Ground Zero 10th Anniversary Memorial Edition, die aus zwei DVDs besteht. Und wir haben hier auf der zweiten DVD Ground Zero das Jahr danach. Und hier werden ebenfalls die Aufräumarbeiten, die Rettungsarbeiten und die Probleme bei der Abstimmung durchleuchtet. In sämtlichen Videos geht klar hervor, dass die Ermittler sich mit den Aufräumern abstimmen mussten. In der Anfangsphase gab es tatsächlich Anlaufschwierigkeiten, was ja auch ganz natürlich ist bei einem Ereignis dieser Größenordnung. Anlaufschwierigkeiten zwischen Aufräumern und Ermittlern, aber diese wurden geregelt. Die Ermittler hatten jederzeit die Möglichkeit, Beweismaterialien zu sichern und zu untersuchen. Und genau das haben sie auch getan. Es wurde dabei nichts vertuscht. Sehen Sie sich dazu einfach die entsprechenden Filme bzw. Videos selber an und überzeugen Sie sich. Dann wurde noch gesagt, dass der Herausgeber der Zeitschrift Fire Engineering gesagt hat, die Beseitigung der Trümmer sei illegal. Nun, wenn das wahr ist, warum hat Bill Manning dann nicht geklagt? Er hätte nämlich wie jeder andere amerikanische Bürger auch die Möglichkeit gehabt, unklare Rechtsfragen gerichtlich klären zu lassen. Denn auch in den USA gibt es die Möglichkeit, dass Gerichte Eilentscheidungen treffen können. Und auch die Aussage, dass niemand nach den Aufräumarbeiten weitere Untersuchungen durchführen konnte, ist, sagen wir mal, teilweise falsch. Natürlich wurden Stahlträger verschifft. Es wurde sogar aus den Stahlträgern ein neues Kriegsschiff gebaut, nämlich die USS New York. Und tonnenweise wurden Stahlträger auch nach Asien verschifft. Und dennoch, spurentragende Stahlträger werden unter anderem auch im Hangar 17 auf dem JFK Airport gelagert und sind dort bis heute öffentlich zugänglich. Die Trümmer wurden also nicht generell ohne Untersuchung beseitigt. Zahlreiche Stahlträger werden als Beweismaterial außerdem auf dem Gebiet der Port Authority, also der New Yorker Hafenbehörde, gelagert. Allerdings scheinen die Behörden weiteren Ermittlungen nicht mehr besonders aufgeschlossen zu sein. Anfragen des Chemikers Frank Greening und anderen Fachleuten, die die Theorie explodierenden Aluminiums untersuchen wollen, wurden jedenfalls bisher abgelehnt. Was vielleicht zunächst etwas verrückt klingen mag, ist eine sehr ernstzunehmende Theorie und es ist durchaus möglich, dass schwere, durch flüssiges Aluminium verursachte Explosionen den Türmen im Inneren weitere strukturelle Schäden beigebracht haben. Ich werde dies später noch einmal genauer erläutern. So viel also zu Gebäude 7 und den Zwillingstürmen des World Trade Centers. Im nächsten Video beschäftigen wir uns wieder weiter mit dem Thema und wir werden uns erneut kritisch mit den Aussagen des Herrn Hufschmid auseinandersetzen.